Olivia nutzt den Turm, um einen Zugang zu deren Welt zu öffnen. Du kannst das verhindern, indem du die Ansaugfilter des Turms deaktivierst. Außerhalb der Basis treten nicht verankerte zwischendimensionale Aktivitäten auf. Für Aufgaben an der Oberfläche wird daher die Arbeit in Teams empfohlen.
deaktivieren den Tower nur für kurze Zeit. Du musst jede Linse einzeln entfernen. Öffne die Scharniere, dann gleiten die Hüllen. Achtung, Energiekontamination entdeckt. Die Erzeugung von Argent-Energie zu verhindern, ist nicht möglich. Dämonischer Vorstoß entdeckt.
Dämonenpräsenz hat kritische Grenzen erreicht. Hör auf! Die Höllenenergie ist ohne Filter nutzlos! Achtung! Energiekontamination entdeckt! Was du da zerstörst, ist wertvoller, als du dir vorstellen kannst. Eine perfekte, unbegrenzt vorhandene Energiequelle.
Achtung, Energiekontamination der kritischen Grenze erreicht. Dämonischer Vorstoß entdeckt. Diese Technik Jahrzehnte perfektioniert und verkauft. Die Höllenenergie ist dank unserer Wissenschaft nutzbar und sicher. Und wir haben eine Energiekrise gelöst, für die es keine Antworten gab. Es funktioniert. Du darfst das nicht tun.
Denken Sie dran, die 12 des Neunerrats beobachten Sie. Wenn du unsere Energieproduktion stoppen willst, musst du nur den letzten Filter zerstören. Dann gibt es keine Argent-Energie mehr in unserem Sonnensystem. Und wir fangen wieder bei Null an. Du hast keine Ahnung, was du da gerade getan hast. Olivia lebt noch. Ich habe ihre Lebenszeichen im Argent Tower entdeckt.
Sie hat einen der Akkumulatoren aus dem Tower mitgenommen. Wir können seine Energiesignatur verfolgen. Tja, das war's dann. Es gibt sonst nichts mehr zu tun.